Reiner. Ja, also super, dass Sie alle dabei sind, mir zuzuhören. Wie der Vortrag schon sagt, der Titel, ich wollte einfach mal ein bisschen zusammenstellen, was aus fast 20 Jahren Erfahrung in verschiedenen Ländern, sowohl innerhalb Europas auch außerhalb Europas, wir einfach so einen Eindrücken gesammelt haben, um einfach mal so einen kleinen Vergleich darzustellen. Wie sehen wir eigentlich die Dachregion im Vergleich zu anderen Regionen oder anderen Ländern in Europa? Um einfach mal zu sehen, was sind Unterschiede, was sind Gemeinsamkeiten und was hat uns stutzig gemacht, beziehungsweise auch uns die Augen geöffnet, warum bestimmte Dinge sind, wie sie sind. Und das wollte ich jetzt einfach mal mit Ihnen teilen. Ne? Wir werden einige Daten sehen, aber auch viele einfach persönliche Eindrücke aufgrund von Praxis- und Projekterfahrung. Und ich würde einfach gern mal starten mit einem Blick zurück. Ich finde es immer wichtig, die Historie zu verstehen, um die Gegenwart auch besser einordnen zu können und die Zukunft auch besser zu gestalten. Und wenn wir einfach mal schauen, wie hat sich denn Customer Experience grundsätzlich entwickelt in den letzten Jahrzehnten, einfach mal so ein zusammenfassender Rückblick. Und was wir einfach mal gerne machen, ist zu schauen, okay, wir haben verstanden, irgendwann ging es ja darum, Kunde ist wichtig, aber der Kunde wurde eher als Cash-Cow gesehen. Wann war das? Ne? Also, ne, wann das Marketing gegründet wurde, nach dem Zweiten Weltkrieg, 50er, 60er Jahre. Viele Unternehmen haben sich über die Produktzentrierung, die Produktinnovation, Produktführerschaft differenziert. Und da ging es hauptsächlich darum, sehen wir auch als Key Facts, erstmal sehr wettbewerbsorientiert. Ich will dem Kunden vermitteln, mein Produkt oder meine Dienstleistung ist das Beste. Es ist sehr finanziell getrieben. Wir können uns sicherlich alle auch noch erinnern an die Matrix, wo der Cash-Cow-Kunde ist, den Kunden, den wir zu melken haben. Es ist eine sehr kurzfristige Vision und auch sehr produktfokussiert mit der Kernmessage: Mein Produkt ist das Beste, lieber Kunde, kauf es. Dann in den frühen 70er Jahren ging es irgendwann darum, mal Konsumenten- und Marktforschung zu betreiben. Der erste, der sich einfach mal in Supermärkte gestellt hat, war Paco Underhill, der einfach mal analysiert hat psychologisch, warum kaufen wir, wie wir kaufen. Basierend darauf wurde das komplette Category Management gebildet und ausgerichtet auf, wie gestalte ich die Regale und mein Retail so, dass der Kunde am meisten mitnimmt an der Kasse und das dann bezahlt. Das heißt, man hat angefangen, Markt- und Kundenbedürfnisse zu analysieren, quantitativ zu hinterfragen, daraus Insights für die Produktentwicklung zu gewinnen und auch mal den Kunden zu fragen, wie zufrieden bist du eigentlich? Aber diese Bedürfnisbefriedigung war damals im Fokus. Dann ging die große Ära 80er, 90er Jahre mit dem CRM, Customer Relationship Management, los. Kennen wir alle aus der Zeit, wo die Unternehmen angefangen haben, eine Software zu implementieren, die einfach half, mal eine gesamtheitliche Sicht auf den Kunden zu haben. Jetzt von 50 verschiedenen Excel-Tabellen gehen wir jetzt mal auf eine Kundendatenbank. Das heißt, wir wollten erstmal Kundendaten konsolidieren, um einfach besser zu verstehen, wer ist der Kunde, welche Historie hat der Kunde mit uns. Gerade sehr kontaktintensive Branchen wie Fluggesellschaften, Versicherungsunternehmen, Banken, Telekommunikationsunternehmen, die hatten ja alle riesen Contact-Center schon im Servicebereich aufgebaut und es ging erstmal darum, Kunden besser bedienen können, um einfach die Informationen zu haben und auch später dann in das Thema Selektion von Zielsegmenten zu gehen, an wen möchte ich mit welcher Message wenden, damit das nicht alles wie im Gießkannenprinzip ist und da eine Personalisierung hinbekommt. Das waren die Kernfaktoren des CRM. Irgendwann hat man auch gemerkt, das reicht aber nicht. Die Kunden sind trotzdem nicht loyal oder ist es einfach schwierig, Kunden loyal zu halten. Warum? Weil wir erst später anfangen mit Customer Experience und in den Nullerjahren anzufangen, uns mal in den Kunden hinein zu versetzen. Wir reden von Interaktionen, wir reden von Customer Journeys, weniger von Prozessen. Wir fragen den Kunden, wie wichtig sind dir denn bestimmte Touchpoints in deiner gesamten Customer Journey? Und wir wollen gezielt positive Kundenerlebnisse schaffen, damit der Kunde uns empfiehlt, damit er nicht nur zufrieden ist, sondern uns empfiehlt und wir natürlich auch positive Emotionen vermitteln. Mit Customer Experience Management fängt man erstmals an, im Geschäftsbereich auch über Emotionen zu sprechen. Weil man merkt, ein Kundenerlebnis ist halt eine sehr subjektive Erfahrung und wir erinnern uns halt an Sachen, die besonders positiv sind oder besonders negativ. Und deswegen über Emotionen zu sprechen, fängt auch langsam an, kein Tabu mehr zu sein. Und im nächsten Schritt, wenn wir über Customer Centricity reden, weil Customer Centric Leadership, geht es auch darum, das Thema Nachhaltigkeit, reales Engagement zu haben, Kunden, die uns treu sind, weil sie sich auch mit der Marke identifizieren und wofür wir stehen,
wie wir auch in der Gesellschaft auch zurückgeben. So wird reale Loyalität geschaffen und man schaut darauf, dass wirklich tatsächliche Beziehungen über eine lange Zeit hinaus etabliert werden und vor allen Dingen auch die Diskussion, the purpose driven, sagt man ja auch, wofür steht das Unternehmen und wie ist auch da der Kunde und auch der Mitarbeiter so verankert, dass man auch ein positives Kundenerlebnis nachhaltig vermitteln kann. Wir sehen also, die Evolution ist ganz klar von der reinen rationalen Sicht zur rationalen und emotionalen Sicht. Und vor allen Dingen verstehen wir jetzt, dass der Kunde kein Cash-Cow-Kunde mehr ist, sondern wirklich ein Co-Creator. In dem Sinne, dass der Kunde uns hilft, innovativ unterwegs zu sein, weil wir ihn wirklich ins Zentrum unserer Aktivitäten stellen, aber auch ganz klar mit der Interaktion mit dem Kunden, ihm zuhören, die ganzen Voice of Customer Programme haben, wo wir auch diese Daten wieder in innovationsgetriebene Produktentwicklung investieren können. Das erstmal nur als Intro. Wo kommen wir eigentlich her? Und wie ist die Entwicklung gewesen, grundsätzlich weg vom Cash-Cow-Kunden hin zum Kunden ins Zentrum unserer Aktivitäten? Und jetzt würde ich einfach gerne in den regionalen Vergleich gehen. Und hier ist es mir wichtig, das nochmal zu sagen, dass es hier geht es wirklich um Sichtdatenspezifisch. Da sehen wir einfach ein paar Daten zum Thema Bruttoinlandsprodukt und so weiter, aber auch viel einfach persönliche Erfahrungen, die wir mit unserem Team gesammelt haben in der Zeit. Und natürlich gibt es in jeder Region, in jedem Land Unternehmen, die es super machen, andere, die es weniger gut machen. Und hier ist erstmal so ein Gesamtblick, wo kommen wir auch kulturell eigentlich her? Und wie ist unser Wirtschafts- und Gesellschaftsleben geprägt? So, jetzt sehen wir einfach mal, wenn wir uns mal die Dachregion anschauen, Deutschland, Österreich, Schweiz, und dann habe ich jetzt zwei Länder ausgewählt, innereuropäisch. Das ist einmal UK und Spanien. Und dann sehen wir noch asiatische Märkte. Da habe ich mich jetzt fokussiert auf China, Japan und Südkorea, einfach mal, um da so einen Gesamtblick zu geben auf diese drei Ländern, weil die schon sehr signifikant sind für diese Region. Einfach mal darzustellen, womit verdienen wir eigentlich Geld als Wirtschaft? Ja, wie hoch ist der Anteil der verschiedenen Wirtschaftszweige in unserem Bruttoinlandsprodukt? Wenn wir mal schauen im europäischen Vergleich, Landwirtschaft ist am höchsten in Spanien, aus welchem Grund auch immer, ist so, neben dem Tourismus, der in Spanien natürlich auch einer der Hauptwirtschaftszweige ist. Dann haben wir im Industriebereich Deutschland als Vorreiter im europäischen Vergleich. Und bei Dienstleistungen ist es UK. Das sagt sehr viel über unseren Status auch, wie wir mit Customer Experience umgehen aus. Denn wir wissen ja bereits, sehr produktzentrierte, sehr industriegeprägte Nationen sind halt erstmal darauf fokussiert, die höchste Qualität im Produkt zu liefern, in der gesamten Logistikkette und dass die Produkte auch wirklich in den Hauptmärkten schnell verfügbar sind. Da ist jetzt der Fokus auf Kunden und Konzentrierung noch nicht so relevant gewesen historisch wie in die Dienstleistungsgesellschaften, die natürlich eher darauf zielen, Dienstleistungen, ne, serviceorientiert, damit man auch positive Kundenerlebnisse vermitteln kann. In Großbritannien hat es ja hauptsächlich damals die Thatcher-Regierung vorangetrieben, wo eine Industrienation wirklich zu einer Dienstleistungsgesellschaft transformiert worden ist. Wir sehen auch jetzt Customer Experience, gerade alles, was im Marketing praktisch Trend ist oder irgendwann mal geboren wird, kommt ja aus dem angelsächsischen Bereich. UK, natürlich auch Amerika Vorreiter auch in Customer Experience Methodiken und so weiter. Und das hat auch einen Grund darin, dass man ganz klar gesehen hat, wenn ich als Dienstleistungsgesellschaft trumpfen will, dann muss ich das natürlich auch über einen exzellenten Service und natürlich auch über herausragende Kundenerlebnisse gewährleisten. In der Dachregion selbst sehen wir auch Unterschiede zwischen den drei Ländern. Also wie gesagt, Deutschland, industriegetrieben, Exportnation, sehr, sehr produkt- und prozessfokussiert, wobei wir jetzt in Österreich und der Schweiz eine höhere Abhängigkeit vom Dienstleistungssektor sehen. Natürlich auch aufgrund des Tourismus, aber auch aufgrund der verschiedenen Finanzbranchen, zum Beispiel in der Schweiz oder auch Pharmaindustrie, was natürlich auch ganz klar darauf zielt, diese Interaktion über die menschliche Beziehung auch mehr daran zu arbeiten, in Forderung zu stellen.
Warum ist der Vergleich zu Asien? Hier ist es einfach wichtig, auch der kulturelle Hintergrund in Asien ist ja auch sehr, sehr dienstleistungs-serviceorientiert, obwohl wir auch da einen großen Bereich der Industrie, des Industrieanteils sehen, hauptsächlich in China. Japan ist aber eins der Länder, was ganz klar auch immer sehr, sehr gute Referenzen bekommt in dieser Dienstleistungskultur und wie der Kunde König ist überall, die Geschenke, dieses fast schon unterwürfige, was in der Kultur ist, aber was grundsätzlich den Menschen in den Vordergrund stellt und auch da wieder darauf zielt, dass der Mensch glücklich gemacht wird mit der Arbeit, die man selbst als Mitarbeiter vermittelt. Das erstmal so im Gesamtkontext. Wo sind unsere Stärken? Womit verdienen wir Geld? Und was ist der Anteil an unserem Inlandsprodukt, damit wir auch sehen, ob das eher produkt- oder kundenzentriert ist? Und hier eine klare Aussage zu der Dachregion, wie ich schon gesagt habe. Der zweite Vergleich geht eher in die rechtlichen und marktbedingten Rahmenbedingungen, denn wir hören ja auch oft, ja, es ist ja einfach, konzentriert zu sein als Firma, denn das sind ja hauptsächlich die Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt. Und in Amerika haben zum Beispiel dieses Hire and Fire, wenn jemand nicht passt, dann wird er halt rausgeschmissen. Sowas gibt es bei uns in Europa nicht. Stimmt natürlich einerseits, aber andererseits haben wir auch hier wieder Unterschiede. Wir sehen im Dachvergleich, Deutschland ist eigentlich mit das strengste Umfeld, wenn es um das Thema Kundendatenschutz geht. Also ne, ich muss natürlich auch die Erlaubnis haben des Kunden, dass ich mit ihm in Kontakt treten kann. Arbeitnehmerschutz, ganz wichtig, eins der stärksten Arbeitnehmerschutze und Kündigungsschutze, die es in Europa gibt. Compliance, um das ganze Thema Korruption und einfach Regelwidrigkeiten zu bekämpfen. Und dann haben wir den vierten Punkt, Digitalisierung. Warum ist es rechtlich und marktbedingt? Weil wir natürlich auch alles, was Thema Infrastruktur ist, natürlich auch auf Landesebene ein relevanter Faktor ist und deswegen auch hier die Digitalisierung am Punkt. Deutschland, wie gesagt, in Datenschutz, Arbeitnehmerschutz und Compliance sehr, sehr, sehr vorbildlich, was einfach den Schutz der Person angeht, sei es der Kunde oder der Mitarbeiter. Was das Thema Digitalisierung angeht, im internationalen Vergleich leider naja, nicht vorne dran, wie in vielen anderen Bereichen. Aber das wissen wir alle, die wir in Deutschland leben und arbeiten, dass es nicht immer einfach ist mit dem WLAN und insgesamt der Digitalisierung. Da sind Österreich und Schweiz schon besser aufgestellt. Der Arbeitnehmerschutz ist natürlich auch in diesen Ländern sehr, sehr wichtig, aber nicht so restriktiv wie in Deutschland zum Beispiel. In Großbritannien haben wir wieder die Darstellung, dass zum Thema Datenschutz und Arbeitnehmerschutz auch jetzt gerade mit dem Brexit etwas lockerere Richtlinien gelten. Auch da gibt es natürlich ganz klare Gesetze dazu, aber die sind jetzt weniger restriktiv als in der EU. Compliance auch dort sehr wichtig und in der Digitalisierung auch ziemlich weit vorn. Spanien ist im europäischen Vergleich mit am weitesten der Digitalisierung. Da hat man einfach sehr, sehr, sehr viel investiert in die Infrastruktur, seit das Land der EU beigetreten ist in den frühen 80er Jahren. Und auch ein Land, interessanterweise, auch wo der Arbeitnehmerschutz noch teilweise restriktiver ist als in Deutschland. Also da gibt es noch wirklich Gesetze, wo teilweise, man kann natürlich auch, es gibt einen Kündigungsschutz, aber es kostet einfach sehr, sehr viel Geld. Mitarbeiter, die eine bestimmte Betriebszugehörigkeit haben, auch zu entlassen. Also das ist etwas restriktiver. Das ist natürlich wichtig auch zu verstehen. Diese Rahmenbedingungen sind natürlich auch im Sinne einer Kostenpolitik in Unternehmen in Customer Experience zu sehen, weil man sich einfach zweimal und dreimal überlegt, stelle ich jetzt neue Leute ein, mache ich eine Reorganisation, wie sieht das mit Compliance aus, kann ich gerade im B2B-Bereich, kann ich meinen Kunden vielleicht einmal ein nettes Geschenk machen, ne? Kleine Geschenke, die Freundschaft ist ja alles sehr reguliert und da ist man wirklich sehr darauf bedacht, die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen, was manchmal dann auch ein Showstopper sein kann, wenn man einfach Kundenerlebnisse, gerade wenn es über positive Erlebnisse, Überraschungsmomente, dass einem da oft die Hände gebunden sind, muss man einfach auch bedenken können. Wenn wir dann mal nach Asien schauen, dann sehen wir, Datenschutz ist hauptsächlich in Japan wird das sehr, sehr ernst genommen, auch Kundendatenschutz.
was das Thema Arbeitnehmerschutz angeht, können wir sagen, es gibt bestimmte Grundrechte, aber die asiatischen Regionen sind da halt nicht so auf die Arbeitnehmerrechte fokussiert wie wir Europäer. Compliance, ja, gibt es Regeln, aber auch die sind jetzt weniger restriktiv oder werden weniger kontrolliert. Digitalisierung ganz klar ganz vorne. Eigentlich müsste hier noch ein drittes Häkchen stehen, denn in den asiatischen Ländern macht man praktisch alles nur noch mit dem Handy. Absolut alles. Zahlen, Bestände, da gibt es, also Bargeld ist, gibt es ja teilweise gar nicht mehr. Und die chinesische Regierung hat da, glaube ich, als erste gesagt, dass sie das Bargeld komplett abschaffen will. Von daher Richtung Digitalisierung wäre hier noch ein drittes Häkchen. So, wie sehen wir das denn grundsätzlich im Reifegrad und Fokus? Wo könnten wir sagen, wird der Fokus in diesen verschiedenen Ländern eigentlich zur Customer Experience gemacht? Und hier habe ich mir jetzt mal drei Kriterien ausgewählt. Einmal Sicht Customer Journeys versus Prozesse, also inwieweit sind Customer Journeys in den meisten Unternehmen, in den Top-Unternehmen der jeweiligen Länder implementiert oder doch eher die Prozesssicht? Dann misst man jetzt eher und oder ist man fokussiert auf die Kundenzufriedenheit. Das heißt, wenn ich Kunden, also Kundenzufriedenheit heißt ja erstmal, ich erfülle das, was ich verspreche, dann sind meine Kunden zufrieden. Aber sie empfehlen mich ja noch nicht, was wir mit Customer Experience eigentlich erreichen wollen. Also wo ist da der Fokus? Und dann auch ganz großes Thema, gerade jetzt in der Pandemie, Empathie versus Automatisierung. In dem Sinne von wie stellen wir jetzt eigentlich die Person in den Vordergrund und nicht nur einfach einen Prozess oder eine Interaktion, eine Kommunikation, die ich automatisieren will, um dann einfach es für meinen Kunden vielleicht einfach zu machen, was die Schnelligkeit angeht, weil er jetzt in einer Warteschleife sitzt, muss man alles irgendwie online machen im Self-Service. Aber dass die Empathie dann bis auf der Strecke bleibt, das wissen wir ja auch. Da sind wir alle Menschen. So, eben jetzt mal ein Vergleich. Fangen wir mal bei Deutschland an. Hier sehen wir schon eher, dass man immer noch so tickt, wenn der Prozess funktioniert, dann muss auch das Kundenerlebnis richtig sein, weil da mache ich ja alles richtig. Ist ja auch ein richtiger Denkansatz, aber hilft mir manchmal nicht, etwas, ne, einen Schritt weiter zu gehen, in die Überraschung zu gehen, das Emotionale zu sehen oder flexibel zu sein, weil der Prozess mich ja auch dazu zwingt, mich innerhalb dieses Prozesses zu bewegen, wobei mich bei Denken in Customer Journeys mir eher hilft, die Sichtweise des Kunden besser zu verstehen. Und die Interaktion aus seiner Sicht mal zu bewerten und nicht aus meinem Prozess. Also Deutschland ist auch noch sehr prozessgetrieben. Dann sehen wir auch hier in Deutschland eher, ja, natürlich messen wir auch Kundenzufriedenheit, aber es ist ja die Zufriedenheit, weniger die Empfehlungsrate oder der NPS. Ist ja nicht überall etabliert oder implementiert. Hier geht es immer noch eher darum, ich will sehen, dass meine Kunden zufrieden sind und damit bin ich dann auch zufrieden, wenn sie sagen, ne, Kunde ist zufrieden. Bei dem Thema Automatisierung ist auch Deutschland eher auf der Seite der Automatisierung. Ich versuche über Operational Excellence sowohl meinen Prozess besser zu machen und schneller zu machen und da das mit der Nutzung von Technologien. Deswegen gibt es ja auch gerade eine sehr, sehr breite Diskussion über, wie man im Servicebereich auch diese ganzen Chat-Funktionen, künstliche Intelligenz und so weiter einsetzen kann. Von daher sagen wir, in der Dachregion würde ich sagen, schneidet Deutschland immer noch am schlechtesten ab, wenn es um den Reifegrad von Customer Experience geht. Österreich sieht da schon ein bisschen besser aus, weil man da doch mehr das Menschliche, die Empathie in den Vordergrund stellt, obwohl auch da die Prozesssicht eher relevant ist und auch die Zufriedenheit. Und Vorreiter wirklich die Schweiz, wo man immer mehr in Journeys denkt, in Customer Journeys. Auch, ne, weil wir kommen aus der Dienstleistungsecke, ist viel wichtiger für uns als in der Industrienation Deutschland. Empfehlungsrate wird ganz klar in den Vordergrund gestellt und auch das Thema Empathie. Also in der Dachregion, aus meiner persönlichen Sicht und auch einige Daten, die das darstellen, würde ich sagen, ist die Schweiz am besten vorangeschritten in Customer Experience. Wenn wir jetzt mal die beiden anderen europäischen Länder dazu nehmen, Großbritannien und Spanien, Großbritannien auch. Man denkt schon lange in Customer Journeys. Man hat schon lange angefangen, über die Zufriedenheit hinaus auch die Empfehlungsrate zu messen, sprich zum Beispiel den NPS. Ist aber, was das Thema Empathie, Automatisierung angeht, doch eher auf der Schiene, auch mehr zu digitalisieren, mehr zu automatisieren und nicht die Empathie in den Vordergrund zu stellen. Spanien genauso wie die Schweiz.
Auch da, obwohl er sehr, sehr stark auch vom Tourismus abhängig, man braucht die Touristen im Land, man möchte, dass sie wiederkommen. Deswegen, das Herz, die Empathie ist eigentlich da, wo die spanische, die mediterrane Kultur am meisten sich differenziert von dem Rest und da auch natürlich die großen Chancen hat für die Zeit nach der Pandemie. Wenn wir dann Richtung Asien blicken, sehen wir, dass es sehr, sehr prozessorientiert ist, weil man auch da von der Kultur her doch sehr hierarchisch auch organisiert ist und ein Prozess, der definiert ist, der wird auch so ausgefüllt von den Mitarbeitern. Von daher, das Journeys-Denken ist da nicht so relevant gewesen in der Region, weil ne, man sagt, Mitarbeiter ist eigentlich hauptsächlich die Interaktion mit dem Kunden. Und die wissen genau, was sie zu tun haben. Sie machen das auch, ohne Widerrede, ohne Widerspruch. Ja, es wird auch ganz klar auf die Empfehlung gezielt. Die Länder sind ja auch groß geworden mit dem Außenhandel, mit der Interaktion und der Öffnung ihrer Märkte und auch der Innovation. Toyota ist auch das beste Beispiel und Toyota absolute eine Marke im Automobilbereich, die wirklich immer Leading Edge ist, was die Empfehlungsrate angeht. Und ja, die Automatisierung ist auch da wichtig. Wir haben ja auch vorher gesehen, der Digitalisierungsgrad ist enorm hoch. Und da fokussiert man sich auch eher auf die ganze Automatisierung der verschiedenen Interaktionen, dass es für den Kunden alles einfacher wird. Aber die Empathie wird da nicht so in den Fokus gestellt. Einfach mal so im Vergleich. Und schlussendlich als kleine Zusammenfassung, Empfehlungen jetzt konkret für die Dachregion. In Deutschland würde ich jetzt einfach mal sagen, weniger messen und mehr handeln. Auch wenn wir viel messen, ist das natürlich erstmal wichtig zu wissen, wie stehen wir gerade bezüglich der Kundenzufriedenheit. Aber wir müssen natürlich dann auch die Sachen, die der Kunde uns sagt, die wir verbessern sollten, auch umsetzen. Und das könnten wir etwas mehr machen. Zu verstehen, hinter jedem Kunden ist eine Person, das Menschliche, die Empathie. Nicht nur den Prozess ausführen, sondern zu verstehen, in Customer Personas zu denken, in Customer Journeys zu denken, ganz, ganz wichtig. Emotionen sind kein Tabu. Da sind wir in Deutschland nicht wirklich Vorreiter, weil wir immer denken, nee, nee, Emotionen lassen wir mal zu Hause. Wir haben am Arbeitsplatz nichts zu suchen. Wir sind aber Menschen und wir sind sehr emotional und gerade jetzt zu Pandemiezeiten eher mehr als vorher. Und auch zu verstehen, dass Customer Experience ein Teil der Strategie ist. Es ist nicht ein Add-on, etwas Zusätzliches, etwas anderes. Es muss Teil meiner Unternehmensstrategie sein. Für Österreich die Empfehlung ist Öffnung für neue Kanäle. Da ist man doch traditionell, obwohl die Digitalisierung auch besser ist als in Deutschland, aber man ist doch sehr, sehr traditionell in der Nutzung der Kanäle. Flexibilität in der Interaktion, auch gerade in dem Zusammen zwischen Mitarbeiter und Kunde. Da ist es, also gerade wenn es Öffnungszeiten angeht, ist man in Österreich noch sehr, sehr konservativ. Und auch zu verstehen, ne, was wie der Zusammenhang ist zwischen Mitarbeiterzufriedenheit bzw. Erlebnis und Kundenerlebnis. Ne, daran auch zu arbeiten, also Employee Experience. Für die Schweiz eigentlich wenige Empfehlungen, weil ne, läuft ja schon super. Hier würde ich sagen, einfach die Vorreiterrolle im DACH zum Austausch und Enabling nutzen, der anderen Länder, anderen Firmen aktiv in den Austausch zu gehen. Und die Digitalisierung auch in die Customer Experience Strategie zu integrieren, was der nächste Schritt wäre. Also auch in Richtung Customer Journey Orchestration und so weiter. Da gibt es schon sehr, sehr innovative Technologien, die da unterwegs sind, die man mehr nutzen könnte. Das war's jetzt aus meiner Sicht und wir haben noch genau 3 Minuten Zeit für Fragen.